General Affe dicht auf den Fersen stolperten Kutaro und Picarina in ein tief verschneites Berggebiet, das Miesmondgebirge. Das letzte Mondsteinstück war alles, was Kutaro noch brauchte, um seine Seele aus ihrem Marionettengefängnis zu befreien und wieder auf die Erde heimkehren zu können. Doch Besorgnis befiel unseren kletternden Helden. Er wusste, dass General Drache und diese Uhr dem Mondbärenkönig zur Herrschaft über die Seelen aller Kinder verholfen hatten. Während Väterchen Frost ihm an Fingern und Zehen knabberte, begann ein eisiger, unerschütterlicher Verdacht an seinem Herzen zu zehren. Wartet, Eure Hoheit! Das ist ein furchtbares Versehen und ich schon erwähnt, wie schön euer Pelz heute schimmert? Erspar mir die Theatralik. Ich weiß ganz genau, wer du bist. Dann nimm deine schwierigen Vogel von mir, Dicker! Du dachtest, du könntest mich übers Ohr. Was? Oma? Das war ein Irrtum! Sobald ich die Seele jedes Kindes der Erde verspeist habe, kann keine Mondgöttin, nicht einmal die Sonne, mich mehr aufhalten! Johannes! Kalibros hat ihn nicht umsonst erwähnt! Ihm macht mir vier Streiter! Wird ihn zu seiner letzten Aufgabe führen! Davon träumt er! Er wird den weißen Mondstein zusammensetzen und wieder Licht in dieses Reich bringen! Du armer, dummer Bär! Ich kann es kaum erwarten, bis er dich zur Schnecke macht! Sei still! Na komm schon, Kutaro! Mach ihn alle, Kutaro! Du wirst den Mondstein nie reparieren, Junge! Niemals! Stell dich und kämpfe, du Feigling! Willkommen zurück, Leute, zu der Puppenspieler! Machte General Affe sich schleunigst davon. Hatte ich etwa recht? Ist die Hexe die Mondgöttin? Ob diese Eiszapfen wohl abbrechen? Stimmt, aber ich würde eigentlich ganz gerne noch ihn hier retten. Ja, wir wollen ihn ja gar nicht besiegen, wir retten ihn nur. Das ist ja auch eine Tatsache. Ach so, Picarina kann das bestimmt öffnen, genau. Sehr schön. Das hat sich verdammt nochmal gelohnt. Gib Gas. Pass auf, es ist ganz stellenweise rutschig. Wow! Was ist das? Oh, ganz schön wackelig. Hoffentlich stürzt sie nicht ein. Oh, ich hab Höhenangst. Ah, endlich mal so ein richtig schönes Winterlevel, ey. Das ist herrlich. Bleib ganz ruhig, Kleine. Langsam und vorsichtig gewinnt man Rennen. Ja, von wegen. Geht so, ne? Also man sollte schon ab und zu auch mal auf die Tube drücken. Allerdings können wir hier besser vorsichtig sein. Da hat er schon recht. Wunderschön, oder? Hier so ein bisschen im Schnee. Oh. Mehr Yetis. Die Kerle haben einen festen Schlaf. Na, behauptet denn jemand, Yetis halten keinen Winterschlaf? Ich hab's nie behauptet. Also, ne, ich wüsste auch sonst keinen. Passt schon, aber was haben die für einen komischen Bauch? Warum haben die so einen komischen Bauch? Ah, okay, wo kannst du, was denn? Da rieselt leise der Schnee, oh. Es ist doch gerade so schön kühl bei mir. Es ist nämlich sehr kalt gerade. Weißt du, manche behaupten, Skispringen war ursprünglich eine barbarische Form der Todesstrafe. Okay, nicht cool. Skispringen, ja, warum nicht, ne? Nein, den hätte ich gerne weiterhin gehabt. Schade. Kann man nichts ändern jetzt, okay. Und hoch da. Ja, bei mir ist es auch gerade extremst kalt. Also, ja gut, was heißt extremst kalt? Es ist schon sehr kühl. Was weiß ich, 10 Grad oder so. Und hier war das Fenster die ganze Zeit offen und das ist schön. Kann ich mich richtig reinfühlen. Niemals! Da kann man sich wirklich sehr, sehr gut reinfühlen. Ich habe genau gesehen, dass hier ein... Ja, wollte gerade sagen, hier war doch ein Kopf. Ein Flamingo-Kopf. Herr Pink ist wieder mal am Start und da war eine Kiste. Picarina, würdest du bitte deines Amtes walten? Dankeschön. Ja, die Kleine, die kann sich auch ruhig ab und zu mal nützlich machen. Strich
wuchs die Macht des Mondbärenkönigs. Der Berg war ein unbeugsamer, schneebedeckter Wachposten, doch Kutaro zwang sich weiterzustampfen. Er musste den weißen Mondstein zusammensetzen. Er musste einfach... Ah, das war gut. Auf dem Eis ist es tatsächlich wirklich richtig, richtig rutschig, also nicht nur ein bisschen oder so. Das kann ich euch sagen. Allerdings soll das jetzt keine Ausrede sein. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Das ist trotzdem alles sehr gut zu schaffen, natürlich. Ja, ja, der Schwierigkeitsgrad hält sich, der Tunnel, wie gehabt, in Grenzen. Oh, dieser blöde Affe. So, hier mal ein bisschen vorsichtiger, wa? Flupp. Ah, wir haben ja zwei Köpfe, ist ja alles gar kein Thema. Kann uns auch so ein kleiner Igloa nicht stören. War gerissen. Er wusste, dass er nicht gegen Kutaro kämpfen musste. Er hatte bereits gewonnen, solange er ihm das Mondsteinstück hielt. Letztendlich setzte nicht rohe Kraft oder Gift, sondern Einfallsreichtum Kutaro am meisten zu. Nein! Und da konnte ich nichts tun. Da konnte ich nichts tun. Ja, damit zu bedauern. Schade. Zu schade, aber okay, das passt schon. Ich meine, die Fails halten sich auch bis heute immer noch ein bisschen in Grenzen. Ist in Ordnung. So 1, 2, 3, 14 am General Affe war Part. Er wusste, dass er nicht gegen Kutaro kämpfen musste. Er hatte bereits gewonnen, solange er ihm das Mondsteinstück vorenthielt. Letztendlich setzte nicht rohe Kraft oder Gift, sondern Einfallsreichtum Kutaro am meisten zu. Mit anderen Worten heißt das eigentlich auch, dass wir doof sind, oder? Könnte man das so sagen? Also, weißt du, der braucht sich nur ein bisschen was einfallen lassen und wir sind nicht schlau genug, dahinter zu kommen. Mit anderen Worten. Ey, da kann ich doch... Das sieht für mich so aus, als könnte ich da was reinwerfen. Naja, okay. Was ist das? Als Kutaro höher kletterte, wurde der Schnee zum Schneesturm. Große und kleine Schneebälle kugelten den Berghang hinab. War das Affes Werk? Wer weiß? Es ist jetzt nicht so, dass ich jemals irgendwie einen Schneesturm richtig... oh shit, das war dumm. Ja, komm, nee, da wollen wir jetzt auch nicht ganz zurück, ne? Dass ich mal einen richtigen Schneesturm erlebt hätte, wobei, ja doch ein bisschen, ne? Aber ich finde, Schneestürme sind extrem schön. Schön, einfach geil, cool. Ich stehe halt auf Schnee, es tut mir leid. Ich bin ein echtes Winterkind, das im Schnee am liebsten groß werden würde. In eisigen Gefilden. Umso eisiger, umso besser. Blub, blub, aber das muss nicht unbedingt passieren. Ja, komm hier. Speed, speed, speed. Rein da. Sind wir hier etwa beim Weihnachtsmann gelandet? Oh, das wäre schön. Und ihr habt sicher gedacht, Weihnachtsbäume und Geschenke gäbe es nur auf der Erde. Der Baum ist ja gar nicht fertig geschmückt. Schwach. Endloses Weißer streckte sich, so weit das Auge blickte. Doch noch immer keine Spur von General Affe. Den finden wir schon noch. Da habe ich keine großen Bedenken tatsächlich. Was ich eher wissen will, ist tatsächlich, ist jetzt, wir sind jetzt im siebten Akt momentan. Wie kommen wir da rauf? General Affes Abwärtsrolltreppe kannte nur eine Richtung. Abwärts. In den Abgrund. Nein. Streng dich an, Kutaro, kletter weiter. Sagst du so einfach, ist nicht so einfach, aber, wie gesagt, wir befinden uns im siebten Akt und ich würde interessieren, boah. Auf dem Eis ist das extrem scheiße. Wer denkt, in Mario ist es rutschig auf dem Eis? Ha, 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 der hat das hier noch nicht gespielt, ganz ehrlich. Ja. Wir befinden uns in Akt 7. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob wir jetzt in diesem Akt einfach nur gegen General Affe spielen müssen. Ist das ein... Fang gar nicht erst an. Wow, 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 ob wir nur gegen General Affe spielen müssen oder ob wir auch gegen den Mondbärenkönig in diesem Akt schon spielen. Wow. Es ist sowas von rutschig, das ist krass. Da eigentlich dran? Nö. Ja, erwischt, du Eiszapfen. Autsch, Igler. Ah, egal, egal, egal. Da gibt's neun, da gibt's schon neun. Oh, wir können uns hier...
Können uns hier eventuell einen Bonus geben. Oder? Hier drauf wahrscheinlich? Nochmal. Nee, der reagiert da drauf nicht. Warum nicht? Gib doch einfach auf. War das der falsche? Ist das der richtige? Warte ich einen anderen? Hä? Nee, ich hab auch einen anderen. Ich hab nicht dieses... Ich hab wahrscheinlich nicht die Weihnachtsversion davon gerade. Ja, wahrscheinlich nicht. Kutaro folgte General Affe hinein in den eisigen Schlund auf dem Gipfel des Bergs. Sprich deine Gebete, Affengesicht. Ist mal wieder so ein Rundparcours, das sieht immer so nice aus. Tatsächlich. Ich mag das, wunderschön. Bam. Ah, Vorsicht! Das ist ja krass! Nicht mal Affe ist so schnell. Wir können noch schneller. Ein neuer Herausforderer ist da. Lass ihn ja nicht gewinnen. Wer ist das? Ist doch nicht Affe. Der arme Kutaro gewann einfach nicht an Höhe. Ja, wir haben es ja noch gar nicht versucht. Krieg dich mal ein. Ne? Geht doch gerade erst los hier. So, okay. Wow. Das war knapp. Was zum... Oh, Jemine! Nein! Scheiße, aber jetzt! Hey! Coole Scherenarbeit auf der Piste. Wie immer. Du für die... Oh, ein gefrorenes Mammut. Und was haben wir hier drin Schönes? Ich warte es nicht ab. Noch ein Mammut. Ja. Was Mammut-ähnliches. Oh shit, da hätte ich einen Bonus bekommen können wahrscheinlich. Ja, kannst du nicht mit rechnen, ne? Nicht, dass mich das Ding irgendwie umbringt oder so. Da war ich lieber vorsichtig. Was ist hier? Was ist denn hier? Stühle? Wer will denn da chillen? Die Entwickler wahrscheinlich. Die wollen einfach auch mal. Die wollen ihre Ruhe. Natürlich. Ups. Okay. Was? Ist das jetzt ein Teamsport? Ja, ist ein Dreierbob, ne? Oh, oh. Unsere Helden stürzten von dem Eisengipfel in den glühheißen Vulkankrater. Extrem. Mega schön, mega schön. Na komm, schieß das Ding hoch. Herrlichst, ey. Auf sowas stehe ich ja. Auch wenn man dann von irgendwelchen Eiswelten direkt in Lavawelten kommt und so. Das finde ich wirklich immer, also wirklich schön. Ja, was soll ich da sonst zu sagen? Es ist hübsch, Mann. Es ist hübsch, es gefällt mir, ich mag das. Ja, das darf ich ja wohl mal erwähnen, oder? Ich denke schon, das ist erlaubt. Okay, wenn wir einfach nur Gas geben, dann brauchen wir auch nicht warten. Das ist schön. Ich laufe im Kreis. Merke ich gerade. Da ist auch ein Pfeil. War da vorhin auch ein Weg? Ich weiß es nicht. Oh. Endlich ein bisschen Ruhe. Spring, spring! Ach, da geht's weiter. Okay. Oh, wie der Donkey Kong Country Returns hier. Die guten Ideen davon gestohlen ein wenig, aber das passt schon. Lava kann mehr als 10-mal heißer werden als der Siedepunkt von Wasser. Eine Holzpuppe würde augenblicklich verdampfen. Hä? Mach weiter! Besser gut geklaut als schlecht neu erfunden, würde ich mal sagen, ne? Das ist ja einfach so. Und weiter? Rutschen? Wie tief geht das hier runter? Wo will Affe hin? Will der Junge zum Mittelpunkt der Erde oder was? Der soll sich mal entspannen. Ich mag den langsam auch nicht mehr so sehr. Oh, ich dachte gerade, hier kann ich nicht springen. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt kannst du uns nicht mehr davonlaufen, Affe! Ja, dachtet ihr, ich laufe davon? Ja, ich laufe dahin! Ach, der hat eine Rakete, der Junge, okay. Du hast eine geheime Rakete? Warum nicht? Er hat auch eine geheime Vulkanbasis als Versteck für die geheime Rakete. Welcher anständige Verrückte ist es? Doch die Schwerkraft konnte Kutaro nicht anhaben, als er durch die Stratosphäre und hinauf ins Weltall sauste. Tja, jetzt ist Ende Gelände.
Ende. Wir sitzen hier auf ewig fest. Das sieht lustig aus. Darf ich mitspielen? Sehen wir aus, als würden wir spielen? Moment, Ying Yang, wie kommst du denn hier rauf? Völlig egal. Die Hexe wurde vom Bärenkönig gefangen. Ihr müsst sie retten. Sie retten? Das ist ein Witz, oder? Warum sollten wir? Sie hatte es von Anfang an auf den Mondstein abgesehen. Wenigstens funkt sie jetzt nicht mehr dazwischen, wenn die Göttin zurück und Kutaro endlich heimkommt. Also ich glaube, du siehst vor lauter Streu das Katzenklo nicht mehr. Hey, wir haben schon zwei Probleme am Hals. Einen hässlichen Affen und den Mondstein. Ist da die Hexe dabei? Nein. Jetzt hilf uns. Schön, aber beeilt euch und sucht euch ein Transportmittel aus. Ihr müsst einen Affen aufspüren. Okay, ich suche aus. Ach so, ich dachte schon, wie soll ich denn reinkommen? Und die merken wirklich nicht, die Hexe ist die, ne? Diese glitzernde ist die beste. Auf jeden Fall. Okay, fertig. Also ich bin mir sicher, dass die Hexe dran, Affe. Wir jagen die Mondkönigin ist. Ah, das war gut. Ich finde, das schreit nach einer ganz besonderen Belohnung. Ja? Was kriegen wir denn? Eigentlich sind das Marsianer. Sind die scheußlich? Warum sind wir die ganze Zeit von hässlichen Leuten umgeben? Im Namen des magischen Theaters möchte ich mich hiermit bei unseren Gästen für diese völlig unpassende Bemerkung entschuldigen. Die habe ich doch gar nicht gemacht. Kutaro hatte den Asteroidengürtel. Oh, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Ist er nicht eigentlich zwischen Mars und Jupiter? Hallo? Land der Träume? Sei mal ein bisschen flexibler, okay? Richtig. Nicht richtig. Kann ich endlich aufgeben? Ich geb euch das! Oh. Oh nein. Oh nein. Man könnte sogar sagen, es gibt auch kein Links, Rechts, Vorwärts, Rückwärts, Gestern oder auch Morgen. Ein Kalmar? Ein Mars-Kalmar? Nein, nein. Oktopoden sind vom Mars, aber Kalmare sind von der Venus. Das weiß doch jedes Kind, In der Warp-Zone. Wow, voll dramatisch. Ich könnte einen Kopf gebrauchen, tatsächlich. Es wäre angebracht. Als Kutaro und Picarina fertig geworbt hatten, fanden sie sich auf einem Raumschifffriedhof wieder. Die Wunder aus Wissenschaft und Intellekt waren vor Schicksal auf bloße Schatten ihres ehemaligen Ruhms. Noch mehr Marsianer und Venus. Venusianer? Sogar der Name ist eklig. Sie hängen zwischen den Welten. Hast du kein Mitleid? Das wäre ich auch, wenn ich so hässlich wäre. Hey, Picarina, also. Hat sich bestimmt nur gekrümmt, um sie nicht zu berühren. Ja, dieses Leben zu bekommen war auf jeden Fall sehr sinnvoll. Naja, gut, okay, dafür habe ich ein Leben, aber. Wir sehen das Problem. Ich habe wieder nur einen Kopf. Das ist scheiße. Mit einem Kopf die ganze Zeit mit so Druck zu spielen. Ich kann diesem gigantischen Druck einfach nicht gerecht werden und nein, ich will das auch nicht. Ich möchte diesem Druck auch nicht gerecht werden, oder doch? Doch will ich. Irgendwie schon, aber ich habe Angst. Ja, ich habe eine scheiß Angst, Mann. Lass mich das jetzt einfach schaffen. Und oben ist unten? Verwirren wir das Publikum damit nicht total? Ihr verwirrt mich ein bisschen. Gäste sind angehalten, sich mit dem Kopf nach unten zu setzen, um uns folgen zu können. Mhm. Klar. Aktiviert! Okay, Warp. Was? Wir müssen das Schwerkraftding beim Warpen tun? Boah, das ist ja unmenschlich. Naja, komm, Picarina, das ist jetzt hier auch nicht so das allergrößte Problem. Ich will es jetzt echt nicht schwerer machen, als es ist, ne? Asteroidengürtel wird schon bald euer Grab. Sagt der Affe, der zu feige zum Kämpfen ist. Ist alles noch machbar. Es wäre aber wieder ganz nett, so eine Art Checkpoint mit Kopf zu haben. Das wäre okay. Sehr. Wäre ich sehr dankbar. Einfach jetzt aufpassen. Nichts Unüberlegtes tun und alles ist super cool. Haben wir?
Pelz sieht aus wie ein UFO. Ein wenig. Okay. Kampf mit Affe eventuell? Wäre mal eine Maßnahme, ne? Da ist er. Endstation, Cheetah. Jetzt geht's rund. Ich bin euch Dummköpfe langsam leid. Jetzt macht der Affe ernst. Da, Kutaro. Die Sterne stehen uns bei. Schneid uns ein Tod frei. Er könnte ins Visier geraten. Alles gut für den Skorpion. Er kann seinem Ärger freien Lauf lassen. Auch der Skorpion schwingt die Scheren. Ey, das ist einfach, habt ihr gesehen, wo der Kopf hingefallen ist? Jo, ups. Drucken. Sprung. Okay, das ist ja ganz easy. Das ist also der Kampf mit dem Affen. Ja. Läuft. Aha, okay, es ist schon, also, ne? Oh, oh. Hau auf die Tasten, mein Junge. Oh, hier muss ich auch noch springen. Oh, das hasse ich ja. Neue Chancen warten auf den Löwen. Angriffsmöglichkeiten zum Beispiel. Jetzt gib mir bitte den Kopf und bitte lass ihn auch kriegen. Nee, da kommt doch, da ist ein Kopf, aber. Ja, ich hab ihn. Gott sei Dank. Ich muss mal husten. Voll nervig, ey. Wenn du husten musst, ne, du kannst den Controller in der Zeit nicht mehr loslassen, weil es einfach so spannend ist. Das ist der Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Warum schickst du mich mit dem Affen ins Weltall? Ja, ich habe jetzt nicht die größte Angst tatsächlich, ne? Hoffe mal, der Kram. Scheiße. Wird dem Steinbock alles zu viel? Dann kann eine kleine Pause. Durch diese krassen Drehungen kann man es eventuell nicht abschätzen, wo man wirklich ist. Lass den Kopf. Es ist vorbei, Affe. Also, wo war ich? Genau. Stier. Das war's. Oh, der ist schon mega platt. Dann würde ich sagen, müssen wir wirklich gegen den Mondbärenkönig noch im siebten Akt spielen, ja? Das letzte Mondsteinstück! Und aber wir haben es geschafft! Ist das nicht irre? Jetzt müssen wir nur nach unten! Daddy! Pikahina? Danke, Daddy, du rettest uns den Hintern! Hintern sagt eine Prinzessin nicht, junge Dame. Sieh dich an, mein einziges Kind, eine Elfe. Aber keine Angst, ich liebe dich trotzdem. Das war der Mondbärenkönig. Er hat mich verzaubert. Ich hab dir gesagt, lass den Mond seine Probleme selbst klären. Hast du nicht gehört? Okay, nein, aber ich hatte Angst um die Mondgöttin. Sie war doch immer so nett zu mir, weißt du? Ja, tja, sie hatte es verdient. Ich hatte sie gewarnt. Hüte dich vor der dunklen Seite des Monds. Kehre den Schatten nie den Rücken zu. Aber nein, ich will ja ein Gleichgewicht hell und dunkel im Einklang. Ja, hat ja toll funktioniert. Aber Daddy, ich und Kutaro haben uns so angestrengt, um die Mondsteinstücke zu finden. Galaktische Sorgen, Schatz. Die sollte man keinem Kind aufbürden. Ich weiß. Pass auf. Ich rede mal ein Wörtchen mit diesem Mondbär. Misch ihn etwas auf. Und dann rette ich die Göttin. Ist das ein Wort? Klingt gut? Oh, Daddy, das wäre echt heiß. Daddy? Wir finden einen anderen Mond, Spätzchen. Ach, du bist keine Hilfe. Gut, wir erledigen das. Komm, Kutaro. Und so stiegen Kutaro und Pikarina neuen Mutes vom leuchtenden Mittelpunkt der Galaxie erneut hinein zu den finsteren Schrecken des Mondes. Ja, Leute, das war's wohl für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann und ciao.